Hi, weiter geht's mit Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion. Wir sollen einen Blumenwagen für Aeris bauen. Jetzt sind wir unterwegs zu ihr. Aber unterwegs müssen wir hier noch mit ein paar Leuten sprechen, weil da oben haben wir eine Nebenmission gekriegt. Es gibt sechs Wutai-Spione in Midgar. Und einer soll hier in Sektor 8 sein, deswegen reden wir mal mit I jedem. heard the merchandise didn't sell well at the memorial event. The fan club is now in serious debt. Genesis is killed in action. And now his merch is a failure. I can't stay still anymore. First world problems, würde ich mal sagen. The Angeo fan club, keepers of honor. I was really hoping to continue fan activities to honor Angeo. I've lost all hope. Please, just leave me alone. Na klar. So, the fan club is breaking up. My mom is so depressed that she can't even get out of bed. I didn't like being neglected by her, but seeing mom like this is even worse. Kann ich mit dir auch reden? Nein. Somewhere in Midgar, there's supposed to be a Sephiroth fan club called the Silver Elite. It's apparently comprised of only select members, the hardest of the hardcore. It's not for the average fan. Which is why they have access to information and images that an average fan could never hope to see. I have to get into the Silver Elite. No matter what. Ich will auch in den Sephiroth Fanclub. Okay, mit denen kann man nicht reden. What? Da wird mir doch was angezeigt. Ah, dich habe ich gar nicht gesehen. Oh, you're not the Shinra Army. I'm trying to hide from the Shinra people right now. Go away or they'll get suspicious. Dir ist schon klar, dass du mit einem Soldat-Member sprichst? What the? Your soldier? Please let me go. I'm not a bad person. I'm just a simple reporter. I guess you don't look like a bad guy. Was hat er denn gemacht? Na komm. Hey, anyone here? I found a suspicious looking guy. No! I can't get caught! Okay, jetzt ist er weg. War das schlecht, das, was ich gemacht habe? Egal. Hätte halt der Wutai-Spion sein können. Are you with that Shinra outfit Soldier? Yeah, I'm a soldier. Name's Zack. You Shinra people are so arrogant. So, I'm hearing through the grapevine that hordes of monsters have been seen around Midgar and Calm. Around Midgar? Huh? You didn't know about this? And you're with Soldier? Then here's something you should know. The study of planet life speaks of the legend of weapons, guardians of the planet. When they sense the planet is in danger, they rise to destroy that which ills the planet. And this relates to the monsters how? That which ills the planet. Sounds like they're talking about the Shinra Company to me. Good story, bro. They're just monsters. Weapons, you say? Come on. Go ahead. Laugh it up while you can. Das hat neue Nebenmission freigeschaltet. Ah, mit euch kann man reden noch. I don't know. The face is a 3. The rest is up to what's in his wallet. Redest du von mir? Hey there, little cutie pie. What do you say we have some fun together, yo? Ach so, er ist gemeint.
Soll der Wutai-Spion nicht irgendwo hier sein? In Sektor 8 hieß es. Ich habe jetzt mit jedem gesprochen. War das der Typ, den ich mir da geangelt habe? Warte, ich spreche mal mit dem Auftraggeber nochmal. Wenn nicht, ist es mir egal. Here's the intel on spy number. We know that he's hiding somewhere within Sector 8. The Wutai are masters of disguise. Ja, der ein bisschen merkwürdig war, der ist weggelaufen. Läuft der jetzt irgendwo hier rum? Warte, 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 war das der? Ja, das ist ein anderer, ne? Der ist... Läuft er hier irgendwo rum? Nee. Ich gehe nochmal den Weg hier ab. Aber ich glaube, der ist weg. Der wurde mir vorher auch mit so einem gelben Ausrufezeichen angezeigt. Das tut er jetzt halt nicht mehr. Ne? Es ist nur noch der Auftraggeber da. Richtig. Aber wartet mal. Das sieht doch da oben so aus, als ob man da noch weiter könnte. Weil den Wutai-Typen habe ich noch nicht gefunden. Ah, ach so, wenn du in dem Bereich bist, wird die Barrikade angezeigt. Okay, ja, dann ist mir das egal. Jetzt muss ich bloß den Rückweg wiederfinden. Dann ist mir das egal, dann machen wir einfach weiter. Wir müssen hier einen tollen Blumenwagen herstellen für Arius. Das wird sehr viel Spaß machen. Ich weiß es jetzt schon. Was willst du? Angeal, where have you been? Sorry, I've been a little busy. Yeah, great. Can't reach Sephiroth either. What's going on? Nothing. He's just cooped up in the data room, looking into stuff in the past or something. I see. Whoa! You're taking off? What did you come here for? Genesis and Hollander are in Modeoheim now. Oh. You're reporting. So you're still... working? I'm still a soldier member in spirit. I've informed Lazard. They'll pick you up. Na, noch habe ich keine Mail bekommen. So, hier sind wieder drei Ausrufe. Das sind diese Minispiele, die man machen kann, ne? Ja, ja, ja. Wo ist das andere? Ja, das ist auch ein Minispiel. Und der dritte ist da oben. Das bist du. Du bist neu, oder? I heard that you Shinra soldier guys are trying hard to get rid of the monsters. I guess that's how this friend of mine was able to get out of Midgard. My friend is amazing. He travels around the world. Look, he keeps a record of his travels, which he calls his struggle log. Okay, das ist weird. Die anderen beiden sind. Sind Minispiele, das weiß ich. Das habe ich schon in. Den Kapitel davor, wo ich bei Ares war, ausprobiert. Das sind auch ziemlich langweilige Minispiele, muss ich sagen. Der halt verstreut 20 Materia hier auf dem Boden und die muss man halt einsammeln. Und je schneller man ist, umso mehr bekommt man. Und der macht ein dummes Ratespiel. da muss man halt, da laufen 6 Personen durchs Bild und man muss sagen, wie viele kleine Kinder davon sind. Und das ist glücksbasiert. Ich mag die Minispiele nicht. So, da haben wir mal ein neues.
Das wird wahrscheinlich wieder ein paar neue Missionen freischalten. That's great news. You'd better thank that soldier guy, huh? Yeah. So this uncle of yours, what's he like? Uncle always wears really nice clothes. He's stylish. His house is up in Wall Market. Inside his house, everything's all shiny and golden. He told me that his job is being a Don. Oh. A Don? That's a strange job name. Ich möchte den nicht kennenlernen. So, letztes Mal hatte ich ja Aeris an der Backe und die hat mich abgehalten, hier durchzugehen. Darf ich das jetzt? Ja. Okay, hier haben wir noch ein. Oh, tatsächlich. Sephiroth's premier fan club? Our fan club is the stuff of legend. Only a select few are chosen to be members. We only recruit twice a year. You should consider it a miracle that you got this chance. Huh. All right. Now let's begin the entrance exam. Hey, wait a minute. I never said that I wanted to join. Question one. What is the name of Sephiroth's beloved sword? You're not listening. Hurry up and answer. You're running out of time. So, jetzt kommt Fachwissen. Das Panzerschwert ist es natürlich nicht. Es ist das Masaume. Correct. Question 2. What is Sephiroth's ultimate attack? Das ist natürlich Supernova, Megaflare gehört Bahamut und Omnischlag gehört Cloud. Correct. Question 3. Which is Sephiroth's dominant hand? Ja, das ist nämlich ungewöhnlich. Der Gute ist nämlich Linkshänder. Well done. You are now a chosen member of the Silver Elite Fan Club. Oh, your first mail. Alles klar, ich bin jetzt Mitglied im Fanclub. Seid gegrüßt, liebe Mitglieder der Silberelite. Auch dieses Rundschreiben erhält wieder ein ganz besonderes Infoschmankerl, das ausschließlich von euch vorbehalten sein soll. Es geht um das Geheimnis von Sephiroths geschmeidiger und splissfreier Haarpracht. Sephiroths Haarpflege ist eine Spezialanfertigung aus dem Laborrepertoire Shinra. Unser Idol soll jeden Tag eine Flasche Shampoo und eine Flasche Spülung verbrauchen. Er hat uns insgesamt 13 verschiedene Duftsorten von Rosenzahn bis Vanilletraum. So ist der Wind, der über Sephiroths Haar streicht, jeden Tag von einem neuen Aroma. Ich wusste gar nicht, dass Sephiroth so viel Wert auf sein Äußeres legt, aber okay. So, ja, dann gehen wir mal zu Aeris. Und eine neue Mail von Lucia. Hallo Zack, ich bin's. Lucia, erinnerst du dich? Der Zweite, der gerade mit dir auf der Soldatetage über Sephiroth gesprochen hat. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich sehr bewundere. Und zwar für deine großartige Einstellung, die sich darin äußert, dass dir nie das Lachen vergeht. Aus diesem Grund würde ich dir gerne helfen, zur Seite stehen. Du bist recht viel unterwegs, nicht wahr? Ich werde dir deshalb ab und zu aus Midgar berichten. Alles klar? Und jetzt bauen wir einen... Zack. I need you in Modeoheim. I know. Just give me a minute. Aerith isn't there. Woher weißt du das? And how is it you know Aerith? It's complicated. Really? Did she tell you anything? Not a thing. Then I won't either. Whatever, I guess. Whatever. Wir sind abgestürzt.
Well, that's a fine how do you do. Song. Hey guys. No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah. I'm a country boy. All right then. We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right. Follow me then. Ja, ich muss mich bei Zeng bedanken. Der hat mich davor bewahrt, einen Blumenwagen bauen zu müssen. Activating combat mode. Oh, dicke Vögel. Aua! Aber Feuer mögt ihr gar nicht. Das gefällt mir schon mal. So, speichern wir mal. Wo muss ich eigentlich... Oh, ich habe keine Karte. Okay. Dann hoffe ich, dass es linear hier zugeht. Zeng hat ja gesagt, kein Netz vorhanden. Activating combat mode. Da ist eine Eislandschaft, ne? Also meine Feuerklinge sollte hier gute Dienste leisten. Die haut nämlich kräftig rein. Aber die verbraucht auch viel. 24 von FP. Yo! Don't fall too far behind. At least someone's keeping up. Well, I'm a country boy too. From where? Nibelheim. How about you? Me? Gungaga. Hey, what's so funny about that? You know Gungaga? No, but it's such a backwater name. Ditto Nibelheim. Like you've been there. I haven't, but there's a reactor there, right? A Mako reactor outside Midgar usually means... Nothing else out there. Good news, Song! Me and... Cloud. Me and Cloud here are both backwater experts. Oh yeah! Good. Carry on then. Cloud wurde der DWW-Matrix hinzugefügt. Neuer Limit-Rausch freigeschaltet. Yeah, wir treffen Cloud. Hat ja eine besondere Beziehung zu Zack. Ähnlich wie Arius. Diese Vögel, ne? Die machen keine halben Sachen. Dieser Pick-Angriff, der tut nämlich ganz schön weh. Ich finde es sehr seltsam, dass ich auf dem Weg keine Kisten, gar nichts finde. So, gleich gehe ich gleich in die Vollen. Ja, das ist wesentlich besser. Und wenn ich keinen Schaden kriege, kriege ich auch ein paar FP immer zurück. Guess I'll wait. Ja, die anderen sind ein bisschen langsam, ne?
könnte ich ganz Schritt halten. Hey, Zack? Hm? So, Soldier, what's it like? Huh? I'm not getting the question. Well, you'll know once you join up. If I can join. Don't worry. If I can do it, you can. Cloud, look. It's Genesis. That's a Mako excavation test site. Okay, I'll check it out. Our main mission here is reconnaissance. Engaging Genesis was not expected. Not expected? So just let them be? Unreal. In any case, we need more intel. It's possible that a larger force is hiding inside the building. How's this then? I go first, avoiding combat if possible, and sneak inside. Then, I take a look around. If I can take them, I will. If not, I'll bolt. Come on, man. I'll prove that Soldier isn't just a bunch of mindless thugs. All right. The entrance is behind that warehouse. Make your way in from there. Gotcha! I'm sure you know, but it'll be cold. Mind your body temperature. If you stop moving, your body temp will go down. To get it back up, just do your usual thing. Oh, that! Good idea! Ja, ein Pulli würde auch helfen. Soldier is just amazing. Und Cloud ist ein kleiner Fanboy. Okay, ich darf keine Aufmerksamkeit erlangen da drin. Da ist ein Safe-Punkt. Das ist schon mal was Gutes, falls ich es verkacke. Speicherst du wohl? Ich habe Ja gedrückt. Mit der Infiltrierung beginnen. Wie viele sind das denn? Drei Stück? Wachen patrouillieren unentwegt um die Anlage herum. Wenn sie sich entdecken, nehmen sie deine Verfolgung auf. Sobald sie zu dir ausschließen, beginnt ein Kampf. Hinter Objekten verstecken. Zack kann sich den Blicken der Wachen entziehen, indem er hinter Objekten in Deckung geht. Deckung bieten zum Beispiel Stahlfässer. Solange du dich in den markierten Bereichen aufhältst, kannst du nicht entdeckt werden. Ah, okay. Was, wie hat der mich jetzt entdeckt? Okay, dann mache ich es halt platt. Activating combat mode. Conflict resolved. Bann sichergestellt, okay. Ich laufe jetzt einfach rein. Fertig. Aha.
Okay, mit jedem Gegner, der mich entdeckt, wird wahrscheinlich mir eine Kiste weggenommen. Ja, das sind so Sachen, das ist eigentlich nichts für mich. Das bin ich zu ungeduldig für. So, die nächste Kiste wird mir weggenommen. Krafthieb. Ja, den habe ich schon, das ist nicht schlimm. Der Bann ist ein bisschen... Er geht da rein. Ich habe auch eben den Fehler gemacht. Ich habe immer noch L1 eingetippt beim ersten Mal. Aber die Kiste kriege ich jetzt noch. Stopp. Es ist gar nicht so cool, dass ich hier hingelaufen bin, ne? Der läuft weg. So, jetzt kann ich hier hin. Mach mal eine Kniebeuge, Zack. Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, ich mach mal ein paar Kniebeugen. Meine Temperatur. So, jetzt muss ich mich wieder verstecken. Die Temperatur ist eben gar nicht hochgegangen, als ich Kniebeugen gemacht habe. Dann muss das wohl hier schnell gehen. Ah, ich bin, glaube ich, da, ne? Hier ist noch eine Kiste. Perlenkette. Ich habe den Bann nicht bekommen, aber okay. Kriege ich wahrscheinlich irgendwann später dann. So. Dann... Oh, ich habe keine Karte. Das nervt mich schon mal. Okay. Activating Combat Mode. Da ist ein Safe-Punkt. Ah, der hat mich eingefroren. Und der kann sich heilen. Boom! Komm, gib mir schnell den Safe-Punkt. Dass ich mich aufheilen kann. Ah, lol! Die Genesis-Viecher werden mein Standardgegner. Wie viel Schaden macht Blitzra? Ja, genauso viel. Ja, ich hätte gerne Eisra. So, da scheint es jetzt... Ich habe immer noch keine Karte. Weiter zu gehen. Hier ist auch der Safe-Punkt. Gucken wir uns gerade noch mal die andere Seite an. Und nervt mich nicht. Ich könnte auch Vitra vertragen mal, ne? Glaube ich. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. So, verzieh dich. Ja, Kämpfe werden ein bisschen anspruchsvoller. Jedenfalls diese dicken Gegner. Combat
Ja, hier wird wieder ein Zufallsgegner kommen. Die Ebene sieht schon so danach aus. Ach, hier nicht? Okay. Ja, dann kommt er hier. Auch nicht. Wo führt mich das jetzt überhaupt hier hin? Activating combat mode. Bring it on. Aua, aua, aua! Conflict resolved. Oh yeah. Ah, das ist noch eine Kiste. Wollte gerade sagen, irgendwas muss es hier geben, ansonsten ist der Weg komplett unnütz. Megatron. Ja, okay, Leute. Wir sind noch in der Folge. Wir gehen hier nächste Folge tiefer hinein. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.